Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Lübecker Bucht kennt ihr sicherlich. Zum Beispiel Travemünde, Timmendorfer Strand und Scharbeutz. Alles völlig überlaufen zurzeit. Aber kennt ihr denn auch Rettin? Hier geht es etwas ruhiger zu und es gibt gute Gründe, hier einmal vorbeizuschauen. Natürlich findet ihr hier einen tollen Sandstrand, der sehr flach abfällt. Nebenan in Pelzerhaken gibt es einen beliebten Surfer-Hotspot. Mehrere Campingplätze befinden sich in Rettin direkt hinter der Uferpromenade und Stellplätze findet ihr in der Nähe. An der zentralen Strandzufahrt ist ein geräumiger Tagesparkplatz angelegt. Und genau hier gibt es eine besondere Adresse, die aus mehreren Gründen immer wieder spannend ist und Gäste anlockt. Es ist zwar nur ein Minigolfplatz, aber dieser Platz hat es in sich. Er ist anders und nennt sich Adventure Golf. Ihr könnt hier ganz normal eure Golfrunde drehen. Aber ihr werdet unterwegs feststellen, dass es sich lohnt, auf diesem Platz noch etwas zu verweilen. Es gibt hier tolle Ecken mit üppigem Bewuchs, zurzeit eine wahre Blumenpracht. Christiana, die Betreiberin, hat einige Flecken einfach sich selbst überlassen und das ist dabei herausgekommen. Überall trifft man auf kleine Überraschungen und dieser tolle Garten bietet ebenfalls das passende Ambiente für ein Eiscafé. Christiana stellt ihr Eis unter anderem aus Biomilch und biologischem Rohrzucker her. Außerdem gibt es selbstgemachten Kuchen und Snacks aus ökologischen Zutaten. Auch ohne Golfrunde lohnt es sich, einen wunderschönen Platz in diesem Garten zu suchen und sich vom Eis und der Umgebung verzaubern zu lassen. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Grund, hier ab und zu vorbeizuschauen. Denn seit nunmehr 5 Jahren treten wir in diesem zauberhaften Garten regelmäßig auf. Wie zum Beispiel gerade am letzten Samstag. Wir freuen uns, heute hier zu sein und wir wollen mit euch einen wunderschönen Abend hier genießen. Blätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön und alle kommen vorbei, auf die rauszugehen. Schaut gerne hier einmal in Rettin vorbei und zu unserem Konzert am 1. August seid ihr herzlich eingeladen. Tschüss und vielleicht sehen wir uns.